Okay, ich bin schon fertig. Sehr gut, Max. Jetzt nehme ich dich nicht mehr mit. Guten Tag. Wie gesagt, man kann sich schon da reinbacken. Ja, ich hätte auf dich gewartet. Jetzt fährst du nach rechts. Fahr einfach zur Stadthalle. Fahr zur Stadthalle. Okay. Da weiß ich den Weg noch ungefähr hin. Ah, hallo Motorrad. Gesundheit. Gesundheit und Frohsein sei damit dabei. Wir bleiben und viel sehen. Gesundheit und Wohlheit sei auch mit dabei. Lass es uns gemeinsam sein. Und viele lachen den Herrn oder sowas. Singen, loben, tanzen den Herrn. Bei Nemesis Roleplay ist es so, dass man hier durchfahren kann. Also, das ist keine Zäune. Das ist viel geiler. Das ist richtig geil gemacht da. Richtiger Übergang. Ja, aber das ist auch unreal, dass man da durchfahren kann. Also, man soll normalerweise nicht über so Mittelinseln fahren. Ja, aber das ist da links, 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 links und dann gleich wieder links zur... Links. Hä? Du wolltest doch zur Stadthalle. Nee, nee, nicht zur Stadthalle. Nein, nicht da, nicht... Du hast gesagt links, du Vollidiot! Geradeaus. Dieses Mädel macht mich wahnsinnig. Geradeaus. Boah, Alter! Der bleibt halt drauf. Ich bin jetzt gerade eben rechts. Wo bist du? Beleidigt. Du bist beleidigt? Ich hab den Motor ausgemacht für dich. Ich geh mich jetzt erschießen. Ja, geh dich mal erschießen. Na gut, dass ich deine Zustimmung hab. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Tja. Ich wollte eigentlich nur zum 24-7. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das ist der Supermarkt. Ah, okay. Was soll ich da? Nicht da. Meine Fische verkaufen will ich? Ach so. Wow, hat das auch alles gedauert. Gesundheit. Vielen Dank. Immer gerne. Wo bist du? Ja, immer noch beleidigt. Wo? Beleidigt. Warum bist du beleidigt? Weiß ich nicht. Weil ich es gerade witzig finde. Mein Kopf steckt in der Wand fest. Nee, eigentlich nicht. Sieht aber von hinten so aus. Kommst du jetzt endlich mal? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung. Wo bist du denn? Beleidigt. Ganz ehrlich, ich mach gleich Detektiv und finde dich. Okay. Dann finde ich mal. Ich bin in der Stadthalle. Toll. Kommst du da bitte hin? Nee. Warum nicht? Tja. Vielleicht findest du mich ja. Ja, bist du in dem Kanal? In dem Kanal? Ja. Okay, das Auto ist explodiert. Sehr gut. Ja, alles nur wegen dir, weil du... Ja, wegen dir, weil du das Auto gecheckt hast und damit weggefahren bist. Ich hab's ja nicht gecheckt, ich hab ja einen Schlüssel dafür. Ja, trotzdem hast du mich rausgeworfen. Ja, du hättest doch da hinten können, das waren 2 Meter. Ja, ich... Trotzdem wollte ich kurz TeamSpeak aktiviert haben. Deshalb bin ich aus dem Spiel rausgegangen. Ach, schon aktiviert. Ja, natürlich aktiviert, aber ich wollte es auf meinen zweiten Monitor schieben.
Achso. Ist das da vorne Linie 2? Nee, Linie 1. Wo willst du nur hin? Ja, Auto holen. Wie wär's, wenn du einfach Taxi fährst? Nee. Möglichst real, das ist ein Roleplay-Server, liebe Max. Ja, steig doch ein Taxi ein. Das ist jetzt zu teuer. Ja, ist mir zu teuer. Fahr ich lieber Bus? Lieber Bus. Ich fahr allgemein lieber Bus. Kann man, nee, kann man nicht. Schade, schade. Bürgerschott. Ist das schon? Nee. Mein Bürgerschott fährt die Linie 2 gar nicht vorbei. Ich schätze auch nicht. Nehmen wir jetzt ein Taxi. Okay, viel Spaß. Ich warte auf die Linie 2. Kann ich hier abholen? Kann ich hier oben drauf stellen. Muss nichts bezahlen. Roleplay-Server. Naja, und? Ja, das ist. Hast du schon mal Menschen gesehen, der sich auf ein Taxi gestellt hat? Ah. Ach so, gut. In Indien. Du warst schon mal in Indien? Nee. Ach so, okay, gut. Wo bist du denn? An der Stadthalle. Oh. Ich war da auf dem Bus. Okay. Andy Walker, kennst du den? Nee. Doch klar, glaub schon, ja. Nee, doch klar, glaub schon. Sag mal, wenn ich mit dem Busfahrer da vorne fahren muss, dann werde ich ihn Nee. aber. Oh ne, da kommt ein anderer. Ist das die Linie 1 oder Linie 2? Linie 1 natürlich. Ach Gott. Weißt du, wenn man auf die Linie 2 wartet, kommt die nicht. Hey, Andy Walker ist erst Level 1, okay. Wo bist du? Immer noch an der Stadthalle. Du hängst gerade im Boden fest. Nein, irgendwie nicht. Bei mir schon. Hallo, das ist nicht real. Leck mich, ich fahr lieber Bus. $1. Ich fahr Bus. Ich fahr lieber Bus. Du bist kein Taxifahrer. Ich fahr lieber Bus. Siehst du, Kann da ich kommt doch schon die Linie Taxifahrer? 2. Max! Ja, Boah, Pech der ist gehabt. nervig. Willst du jetzt einen Screenshot machen und mich anzeigen? Nein, ganz sicher nicht. Du bist nur nervig. Endlich in einem gemütlichen Bus. Schön. Luna, ich glaube, ich war nur mit einer Frau. Obwohl, sie sieht sehr männlich aus. Guck mal auf den Skin. Ja, wie gesagt, sie sieht sehr männlich aus, aber es kann nur eine Frau sein. Eine Frau mit sehr kurzen Haaren. Ja, das ist eine Frau mit sehr kurzen Haaren. Ja, der Skin ist eine Frau. Sie fährt auch wie eine Frau. Was steht da im Bildschirm? Ich will das lesen. Ich fahr mal nicht so ruhig. Soll jetzt gar nicht lesen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Nein, jetzt kann ich Gott. lesen. Nein, sie fährt zu ruckelig. Na Pret. Orlovi. Luft Srab. Nee, Sribja de. Nee. Jeuswatz. Was? Präimplantationsdiagnostik? Richtig. So, es findet ein Legal-Event statt. Ich habe keine Lust auf ein Legal-Event.
Weil du nicht segeln kannst. Richtig. Nee, weil ich bin Pazifist. Vertraue ich mein Leben an! Aber ich finde ja schrecklich. Wo bist du? Das ist ein Geheimnis. Am Hermes. Was steht da oben? Ich kann es nicht lesen. Auf jeden Fall an diesem Waffenshop. Was im normalen Spiel Waffenshop ist. Ich glaube auch in diesem Spiel. Ja, ist es. Ja, okay. In diesem Amerika-Dingsbums da. Ja, ne? Richtig. Ich würde dich bitten, in Vinewood auszusteigen. Jetzt stellt sich die Frage, warum soll ich in Vinewood aussteigen? Ah, weil da mein Auto steht. Das siehst du dann. Ja, weil da mein Auto steht, habe ich doch eben gerade gesagt. Luppe. Los, gemeinsam tun. Ja, wobei dann das... Alter, ich wollte dich... Alter! Boah, ich wollte eigentlich G drücken. Mein Gott, nee. Vor allem kann man das dann ja auch nicht abbrechen. Jetzt kannst du, F drücken. Na toll. Ich wollte eigentlich als Fahrgast einsteigen. Sag mal, willst du jetzt zur Verwahrstelle? Ja. Aber ich weiß, wie die dahin geht. Ich komme ja aber nicht weg. Das ist mein größeres Problem. Wie gesagt, Wolfley. Nein, nein, nicht umkippen, nicht umkippen! Genauso. Professionell. Finde ich auch. Ich glaube, das wäre schneller gegangen, wenn ich normal gefahren bin. Crystal Meth. Ja, das habe ich hier gerade reingezogen. Achso, na dann. Prost und Prost, Neues. Danke. Ah! Und ist eigentlich die NSL bei mir vorbei, weil ich mir das reingezogen habe. Guck mal, da hat jemand dein Auto nur mit pinken Streifen. Hast du genug Geld? Ja, natürlich. Ich habe ja an der Stadthalle noch Geld geholt. Ich kann ja auch denken. Diese Denkphase ist zwar bei mir nicht sehr oft. Und meine Mutter will schon wieder was von mir. Na toll. Unterhalt mal die Zuschauer. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei GTA San Andreas Multiplayer. Heute spielen wir zusammen mit dem Noah Walker hier auf dem Server RPG City. Das macht ziemlich viel Spaß, denn Noah holt jetzt sein Auto von der Verwahrstelle, weil es abgeschleppt wurde. Das kostet 4000 Dollar. Dieser Server ist der beste, den es gibt. Geht bitte auch da drauf, dann kriegt er noch viel mehr Member. Und ich würde euch bitten, geht in einer Fraktion, aber bekommt ja richtig viel Geld und es dauert sehr lange, sich dazu bewerben, weil man die ganze Zeit abgelehnt wird. Noah, hörst du mich? Ah, hören schon. Ja, ich musste da anfangen. So. Ja. Noah ist der schlechteste Autofahrer, den ich kenne, das habt ihr gerade gesehen. Das bezweifle ich. Ich glaube, Dominik wird schlechter. Oh ja, der hat ja gestern gefahren, der ist richtig schlecht. Der hat ja gestern gefahren. Geil! Hast du das Auto eben gesehen? Ja. Das packt in der Luft rum. Lol. Guck mal, ein Screenshot. Bei mir irgendwie nicht. Naja. Jetzt nicht mehr. So, / Motor. Jetzt darfst du hier gerne fahren. Ich hole mein Auto und allerdings muss ich eine kurze Unterbrechung machen, weil ich muss kurz was machen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ja, was machst du denn? Ich muss einen Schlauch einrollen. Einen sehr langen Schlauch muss ich einrollen. Solange es trocken ist und dieses Wetter sieht sehr nach Regen aus. Was heißt, ich muss das jetzt kurz machen. Draußen? Ja. Also bis gleich. Wie lange dauert das? Was ist los? Wie lange dauert das? Weiß ich nicht. 5 Minuten.
Okay, gut, bis gleich. Ja, bis gleich, tschüss.